der wird durch sein Tun selig sein. Ich bin Journalistin, ich habe redaktionell beim Fernsehen gearbeitet, insgesamt 14 Jahre. Ich habe diesen Beruf sehr gerne gemacht. Das Thema Kloster wurde immer stärker. Und dann ist es für mich keine Frage gewesen, diese Tätigkeit auch aufzugeben. Geboren wurde Schwester Claudia Elischewa, so wie sie sich jetzt nennt, 1964 in Hamburg. Sie studierte, ging gern ins Theater, liebte das Reisen. Und doch tauschte sie ihr bisheriges Leben für ein Leben in Abgeschiedenheit mit Gott. Seit 2004 lebt Schwester Claudia Elischewa am Karmelitinnenkloster Regina Martyrum im Ortsteil Charlottenburg-Nord. Mitten in Berlin und doch in einer ganz anderen Welt. Ein Tag im Leben einer Nonne. Jetzt im Dossier 24. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wann habe ich mich entschieden für dieses Leben? Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Es geht eigentlich zurück auf meine Kindheit. Also das weiß ich von meiner Mutter, die hat mir irgendwann mal gesagt, als ich so 5 war, saß ich irgendwo in Bayern auf einer grünen Wiese und habe gesagt, wenn ich einmal groß bin, dann gehe ich ins Kloster. Und das ist so gewesen, wir sind immer oft verreist damals und wir waren oft in Kirchen und auch in Klöstern so. Aber ich hatte nicht wirklich einen Kontakt jetzt zu Ordensleuten, das kann ich nicht sagen. Aber scheinbar war das, wie einer dann irgendwie Eisenbahnfahrer werden wollte, hatte ich wohl gedacht, ich möchte vielleicht mal ins Kloster gehen. Oder ich wollte einen Senner heiraten, also jemand, der Käse macht. Ich bin mit 15 durch eine Bibliothekarin auf ein Buch gestoßen, eben das Leben der Teresa von Avila, selbst geschrieben, eine Autobiografie. Und als ich das las, habe ich bemerkt für mich, dass das, was sie dort schreibt, dass mich das absolut anspricht. Dass das meinem Gebetsleben, das ich sehr wohl hatte, auch damals schon und vorher auch schon, also dass es dem entsprach. Also diese Freundschaft mit Gott, das hat mich total berührt, dieses normale Verbundensein mit Gott. Dass Gott den Alltag durchdringt, nicht nur in Gebetszeiten oder in der Kirche, sondern immer. Und ich habe endlich mal was gelesen, wo ich dachte, ja, das ist es. Da war aber noch lange nicht die Idee da, dass ich mal in ein Kloster gehen könnte. Ganz im Gegenteil. Also ich habe dann studiert, ich habe beruflich angefangen zu arbeiten und habe dann aber immer wieder gespürt, dass mich da was zieht, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Das ist eine Zelle von uns Schwestern. Jede Schwester hat ihre eigene Zelle. Normalerweise eben ausgestattet mit einem Bett, einem Schreibtisch, einem Stuhl, einem Regal. Ja, und das ist der Raum, der uns privat zur Verfügung steht, in dem wir uns zurückziehen können fürs eigene Gebet, zum Schlafen und zum Studieren, zum Lesen. Ja. Waschbecken haben wir und ansonsten klein, aber dann das eigene. Eigene Familie ist für mich kein Thema. Auch schon bevor ich längst ins Kloster gegangen bin, nicht mehr. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden, es ist eine schöne Idee. Ich hätte, wenn es so gewesen wäre, dass ich den konkreten Partner gefunden hätte, mit dem ich mir vorher hätte stellen können, eine Familie zu gründen, dann hätte ich vielleicht Familie gegründet. Und mir fehlt da auch nichts. Und dann habe ich so mit 30 das erste Mal probiert, mal im Kloster mitzuleben. Und ich habe festgestellt, das war sehr schön, aber das ist nicht meins. So mit Ende 30 bin ich im Beuron gewesen. Es ist ein Benediktinerkloster im jungen Donautal. Und da packten die gerade einen neuen Klosterführer aus.
Und den schlug ich auf und las Kamel, Regina, Martyrum, Berlin. Zu dem Zeitpunkt lebte ich also schon 5 Jahre in Berlin, wusste aber nicht, dass es hier dieses Kloster gibt. Sozusagen der schöne Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, und dann habe ich mich hier mal vorgestellt, habe mal angefragt, ob ich mal mitleben kann. Und daraus ist dann eben halt ein immer schneller werdender Weg geworden. Und ja, und dann bin ich irgendwann eingetreten. Um 9:30 beginnt die Arbeitszeit bis kurz vor der 6 der Mittagshure, die um 12 beginnt. Also das ist eine typische Taufkerze oder für Kommunionkerzen. Die haben so diese Länge und Durchmesser. Ich verziere die Kerze mit einem Lebensbaum. Es ist einfach so, es ist eine Tätigkeit, Kerzen zu verzieren, die eben halt auch Gebet ist. Also man hat das Kind, für das man es verziert und auch beschriftet, das hat man schon irgendwie im Blick. Also ich weiß normalerweise, das weiß ich, für Laura oder für Sebastian oder für wen auch immer. Und in dem Moment denke ich auch daran, für wen ich das mache. Ich mache das nicht einfach nur so produktiv, ich mache eine Kerze, sondern schon für einen konkreten Menschen. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit. Hallo, Schwester Mechthild. Hallo. Du, eine Kundin hat hier eine Kerze bestellt. Die ist unbeschriftet, aber ja, die wird so abgeholt. Okay. Also das Kind, die wissen scheinbar noch nicht, wie das Kind heißen soll oder so. Zumindest, es wird abgeholt dann. Ja, wunderbar. Das ist doch ein schönes Bäumchen geworden. Ja, ich denke auch. Gut, also, super. Dann können wir das ja schon mal hier deponieren. Ja, genau. Brauchst du da sonst noch was dazu? Ach so, ja, die hat noch gesagt, sie könnte vielleicht eine schöne Taufkarte. Aha. Also die Frau ist ein bisschen sehbehindert. Vielleicht kannst ja du irgendwas Nettes aussuchen. Ja, komm, wir schauen gleich mal zusammen. Da haben wir ja schöne Karten hier. Und ich könnte mir vorstellen, also entweder, wie wäre es, man nimmt sowas Buntes, Freundliches einfach nett, für ja Kinder, oder man fragt sie mehr was Klassisches hier mit, ja, Chagall. Ist auch gut, Chagall. Mhm. Oder wir könnten natürlich noch mal schauen, genau, irgendwas mit Pflanze drauf, das passt dann zu dem Bäumchen, das wäre vielleicht auch eine ganz nette Idee. Ja. Ja, ja, okay, du, dann leg die doch einfach dazu und dann kannst du die ja zeigen und erklären, ja, was sie drauf ja sehen wird. Vielleicht vom Nahen sieht es dann auch, wer weiß. Ja, wunderbar, dann reservieren ja, wir die jetzt einfach bei der doch Kerze und dann schauen wir mal. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, danke dir, ne? Sein, die Toren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Gott wird. Schwester Claudia Elischewa singt sich ein. In der Hand hält sie das Antiphonale, ein Werk mit dem Text des liturgischen Wechselgesangs und des Stundengebets. Dieses Mal ist sie Kantorin, Vorsängerin im Mittagsgebet der sogenannten Sext. Schützt mein Leben, ein Pilger bin ich auf Erden, Herr, deine Weisung will ich beachten. Denk an das Wort für deinen Knecht, durch das du mir Hoffnung gabst. . 2004 trat Schwester Claudia Elischewa dem Karmel Regina Martyrum bei. Das erste Jahr war sehr intensiv, erzählt die Christin. Fragen kamen auf. Ist Gott wirklich immer da? Fragen, auf die die gebürtige Hamburgerin irgendwann Antworten fand. Welche, erfahren Sie in wenigen Minuten im zweiten Teil von Dossier 24.